Herzlich willkommen zurück hier bei X-Men Origins Wolverine. Ja, wir wissen's. Wir wissen, was du so kannst, mein Kumpel. Ja, wir wollten eben das Tor sprengen. Haben die Bombe gelegt und versuchen jetzt mal hier so durchzukommen. Ich will nichts sagen, aber elegant war das jetzt nicht unbedingt. Ich will die hier oben kommen. Ein bisschen wegziehen alles. Verdeckung. Wie generiert sich denn jetzt nicht? Engage, you dead bitch. So, oh, hallo, der hat sich jetzt da freiwillig hingehängt. Das finde ich gut von mir. Hängt einer? Da hängt einer, so. Muss immer schön symmetrisch bleiben. Zack. Tschüss. So, du gehst schwimmen. Und du? Du gehst auf der anderen Seite schwimmen. So, tschüss. Oh! Mach hier in Stimmung, ja. Aha. Tschüss. Tschüss. Komm. Gib auf. Sieht halt weniger aus als diese, als die normalen, würde ich fast sagen. Die normalen so krass geworden. Die normalen haben nur weniger drauf. Kannst du packen oder alles. Ach, guck mal, die sind schon weg. So, der. Das kann nicht. War nur einer, ne? Der hier ist auch schon weg. Wir haben auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. So, Tigerkopf, Mutagen. Randale Z, steigere dein Maximum an Wut. Ja, da ich das so oft benutze, werde ich das lassen. Das zieht es so zum Anfang. Was? Gleich eine höhere Ebene. Ach so. Habe ich die Leiter runtergeführt. Entschuldigung. Komm, hör auf, rumzuschreien. Bam, tschüss. Lebt der noch da unten, der? Tatsächlich, der hat es überlebt. Naja, was soll man machen? Jetzt schießen die wieder. Was gibt's hier? Wahrscheinlich Mutagen. Mutagen, Regenerierungszeit, Regenerierung. Gesundheitsschleier, ja, das möchte ich doch meinen. Nehmen wir das direkt. Wo ist denn das? Oder sind wir jetzt hier, ist das jetzt Stufe 2? War das kein Z, sondern sollte das eine 2 sein? Ach, warte mal, ich hab gerade was. Ah, hier ist Stufe 2. Und wir haben den frei. Siehste? Kampfreflexe. Was heißt das? Dann werde ich seltener getroffen oder was? Ich glaube, ich nehme das sogar mal. Mehr Erfahrung, ist auch nicht schlecht. Schadenaufwertung bei der Kampfreflexen. Ja. Unaufhaltsam reduziert deinen beigefügten Schaden. Achso, ich bekomme weniger Schaden, alles klar. Blutige Wut. Aha. Vitalität, Kleinerungsmaschine. Ich denke mal, dass viele halbfertige Deutsche hier rät mir dazu, den Klassiker hier zu nehmen. Oder? Nee, der Klassiker wäre ja Vitalität. Würde ich jetzt meinen. Ich glaube, ich nehme die Reflexe. Ich denke mal, dann kann man mehr ausweichen. Ja, wir gucken mal. Ist den Laptop, den ich anhören kann? Nein. Wie hast du mich genannt? Deine Geheimnisse. Hopp.
super clever, weißt du, auf die Idee, einmal rüber zu fliegen auf die andere Seite. Darauf kommen die nicht, ne? So. Ich möchte Helikopter fliegen. Ja, komm. Für euch ist auch ein Platz da. Hui. Ja. Hup. Hup. Oh, das hätte aber... Schöner Schiffing, ne? Ich glaube nicht. Ja, ja. Oh. Oh, ich glaube, wir nehmen jetzt noch rein. Schneller. 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 Schneller, bleib nicht stehen. Oh. Oh. War das jetzt gut oder schlecht? Ich glaube gut. HQ, this is Condor 13. Moving in to confirm the kill. Shit, this guy just won't quit. Oh. HQ, he's alive. Weapon X is alive and on the move. Hold your fire, Condor 13. Ground forces are in the vicinity. This is Eagle 6. Roger that. All weapons check. Komm. Zack. Hab echt keinen Bock auf euch, ey. Komm schon. So. Da ist noch... Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Nein, komm. Zu deinem Kollegen hin. Nicht du. So. Jetzt reißen wir. Schubs. So, du musst weg. Du musst auch weg. So, jetzt gibt immer hier eine Minute Ruhe. Mann, Mann, Mann. Jetzt guck dir meine Haut an, ja? Wie soll ich das denn wegkriegen? Die ganzen Stressflecken und Feuermal und was weiß ich, was da hat. Oh. Ja, richtig. Ja, genau. Klopf dich schon mal. Hey, Level 15. Gut oder schlecht? Ich bin für gut. Boom. In your face. So, da geht's hoch. Okay. Ich find's gut, dass immer so ein bisschen, so ein paar von diesen Direkttötungsfallen Speere und Gedulden, die halt überall auf den Boden kommen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Bam! Ja, da wird er ihn lieber umbringen. Jetzt sind die wieder so krass, Alter. Was ist denn los? Ja. So. Meine Gesundheit. Yay. Schnell da hoch. Hep, hep, hep. HQ, the board is green and wet. Oh. Wieder. You're engaging target. Wieder. Oh. Bring it in nice and easy. I got him in my sight. Okay. Weapons are hot, preparing to fire. In Deckung gehen. Hold it steady. I'm taking the shot. Ja, ihr seht schon. Wie das laufen wird hier. Komm, dass wir das auch immer wieder versuchen, ne? Steady. Vor allem, halt ihn in den Helikopter holt, damit ich mit meiner zielsuchenden Rakete irgendwas treffen kann. Noob. Haben die jetzt echt wegen uns den ganzen Laden in die Luft gesprengt? War das unbedingt nötig? Mann, die sind aber, ne? Also man kann ihnen nicht sagen, dass sie es nicht versucht haben. Muss man den schon lassen. Ne? Reicht einfach nicht. Ja.
weil ich zu ultimativ bin. Selber schuld. Was bastelt ihr auch so einen Mutanten hier? Oh, treten. Guten Tag. GZ bitte. Ach nee, das ist ja jetzt Medienbeitrag. Oder? Heißt das so? Ich weiß es nicht. Hey, drücke X, um Feinde zu killen, die dich noch nicht entdeckt haben. Ja, das ist natürlich schwachsinnig. Hey, what's the word? It's about as exciting as a morgue here. How's things there? Nein, wieder da? Noch sonst. So. Na, wo ist denn der Unterschied? So, was gibt's noch so hier? Nichts, vielleicht. Nee, hier Rundfunkbeitrag, heißt das so? Wie heißt denn das jetzt? Ich weiß gar nicht, ich bezahle das immer, ja? Die Scheiße? Weil ich gucke ja auch so viel Öffentlich-Rechtliches, ja. Bis auf Terra X haben die doch gar nichts. Meinetwegen sollen die alle 4 Jahre mal einen 10er kriegen für die WM. Die tue ich mir noch an, aber das war's ja auch schon. So, Windensteuer. Okay, was machen wir denn jetzt am besten? Gucken wir erstmal so allgemein hier rum. Ja, Junge, eine Klinke benutzen kannst du auch nicht, ne? 1000 Erfahrung. Wird auch mehr. So, ich muss da oben hin. Oder da durch. Vielleicht ein bisschen was von beiden. Windensteuerung. Wo ist denn hier eine Winde? Ist das hier eine Winde? Ach so. Ah, wie es aussieht, möchte jemand Auto fahren oder so. Ah. Dass wir den bewegen können, wissen wir ja. Das, den haben wir ja schon öfter gesehen. Das Modell. Das vorne offensichtlich keine Festhaltemöglichkeit hat, wie man sieht. Also muss man da erstmal seine Metallgriffel reinstopfen. Da kommen wir. Rauf mit dir. Glock. So, und jetzt? Was stelle ich jetzt aber dann? Schlau, dass ich hier rumdrücke, ohne zu wissen, was ich machen soll. Alkali Lake See. Flüchte aus dem. Okay. Drehscheibe. Achso, ich kann nur so drehen. So drehen. Ich gehe aber schwer davon aus, dass es so soll. So, Winde, Winde, Winde. Sehe ich in der Winde? Ich sehe da. Da oben ist irgendwie sowas. Ah. Mal schauen, ich drücke hier einfach mal drauf rum, gucken, was passiert. Ja, wenn ich nochmal drück. Aha, okay. Ja, drücken. Und den LKW wieder runterziehen und dann haben wir uns eine sehr aufwendige Treppe gebaut. Ja, ja. Reicht das schon? Nein, ich glaube nicht. Und schieben wir eben das Ganze hinten, wenn wir das schon können. Zack. Da drauf. Da drauf. Da hoch. Da lang. Da lang. Ja. Dann da ran. Achso. Da runter. Dann da rein. Hallo? Hier ist Luke. Sie gerade treten? Ja! So! Hopp! Ja. Da hätten die sich hier so eine Treppe hinbauen sollen. Oh, was gibt's da? Nicht beeindrucken lassen von dem Typen, sondern erstmal hier hingehen. Genau. 1000 mehr. Zack, und den Punkt nehmen wir auch noch mit. Schnell, komm hier. Hier drinnen ist was Interessantes. So. Weißt du, da hat's der Logo mal geschafft. Da hat's der mal geschafft, in dem Gebäude zu sein. Keiner weiß, wo er ist. Und was macht er? Das Erste, was er macht. Er springt aus dem verdammten Fenster raus, holt einen Typen an den Klauen und erschlägt einen zweiten. Das ist natürlich nicht unbedingt das Cleverste.
Komm, mach ein bisschen. Alter, warte. Wendigo. Das ist schon Bock drauf. Dann sind die langsam auch ausgelutscht. Dann kommt er da genau zu dem Zeitpunkt durch und wie du gerade fertig damit aufbauen. Wow! Entschuldigung, ah, was? Sorry. Es tut mir sehr leid. Ja, beschäftige ich mich mit den Leuten. Oh! Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier, Oh. Hey, muss ich jetzt beide umhacken? Oh, shit. Komm, nimm den Typen. Nimm den Typen. Riss den Typen auf. Ja. Müssen wir raus? Wir müssen die tatsächlich vernichten. Oder können wir flüchten? Weiß nicht. Zwei sind schon krass, ey. Hör doch mal auf, um zu nerven. Ja. Oh, das war ja nicht so klar. Ja, die helfen sich quasi. So, der eine. Was soll ich machen, ne? Soll ich diesen zu flüchten? Kann ich das machen? War das so gedacht? Ich weiß nicht, ne? Ups. Ja. Genau das ist das Problem im Moment. Vielleicht sind wir jetzt blöd. Na, da ist nur LKW. Im Ernst jetzt? Im Ernst? Ich würde jetzt gerne nach hinten gucken, hallo? Jetzt haben wir genau zurückgeführt, weißt du? Ohne Ziel und ohne alles. Oh! Okay, ja. Ihr seid sehr wehrhaft, ich sehe das hier. Oh! Komm, schieß mal mit deinem Messerwerfer. Alter, da gibt's doch nicht. Oh! Die Schilde! Nein! Oh, das ist aber... Wie ist hier? Mehr. Du behältst erstmal schön alles in Waagerecht und horizontal. Okay. Das ist doch gleich, ja. Ja. So, du verlierst ein Gliedmaßen. Das sind mal zwei, was soll das? Jetzt haben wir echt die beiden Fettsäcke abgehängt, weil die nicht da raus können. Wo die reingekommen sind. Ich will mal auf. Hat er das vorher auch schon gemacht? Immer hochgesprungen? Weiß ich nicht mehr. Ich war nur. Au! Zack, zack. Das Hochspringen, irgendwie passt das nicht. War nicht vorher nur so ein Uppercut? Aua! Eine Reise. So. Weg mit dem Schild. Mit dem Arm. Kann ich jetzt mal gucken? Ich kann nicht zurückgucken. Das ist schon ein bisschen, also ein kleines bisschen lame-o ist es schon. Ja. Wenn man das mal die beiden besiegen kann, wäre es vielleicht möglich gewesen, aber wenn ich ehrlich bin, ja, das ist schon, wäre schon eine krasse Sache gewesen. Vor allem hätte es ewig gedauert. Also, ja. Wenn man mal hier einen Schnitt, da einen Schnitt. Hey, Logan, you got me? It's me, your old pal, Nord. Surviving that artillery strike was one thing, but I gotta hand it to you. That helicopter stunt was amazing. It's a shame I gotta put you down. See you soon, buddy. I'm looking forward to it. Ja, mit den Worten sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und bis zur nächsten Folge. Tschüss.